Ja, Leute, es ist jetzt kurz vor 0 Uhr. Ich habe mal wieder was für euch organisiert, und zwar, wo ihr ein bisschen Ausrüstung abstauben könnt. Und zwar verlosen wir zusammen... Mir ist ziemlich kalt. Hey Leute, ich bin's Fritz und ich würde sagen, es wird Zeit für ein winterliches Bushcraft-Abenteuer mit Übernachtung. Los geht's! Ich habe mich entschieden, im Winter jetzt mal mit Hängematte das Ganze zu probieren. Vorteil ist natürlich, man kommt schön vom Boden weg. Ja, ich habe meine kleine Plane extra um ins Deckelfach reingepackt, sodass ich als allererstes die schnell rausnehmen kann und meinen großen Rucksack nicht direkt in den Schnee feuern muss, sondern alles erstmal trocken bleibt von Anfang an. Ja, weil viele mal fragen, was ich so an Essen mit habe. Ganz kurz, Kassler, Schinken, Brotmischung, Porridge, Studentenfutter, bisschen Hirtenkäse, ein paar Bolognese-Packungen, Fisch, bisschen Obst, Zwiebeln, Kartoffeln, Gürkchen und Suppengrün. Also schön was zum Köcheln. Und dann mit meiner Schneeschippe erstmal einen, ja, Platz ein bisschen frei machen. Mir schön zwei Bäume suchen und dann ganz entspannt mein Tarp aufbauen und darunter natürlich meine Hängematte. Ich bin generell gespannt, wie auf jeden Fall die Nächte werden, weil man kennt ja diesen Windchill-Effekt, dass unten drunter halt sehr viel Wind lang zieht und es sehr kalt werden könnte nachts in der Hängematte. Aber ich wollte es mal ausprobieren, denn Hängematten haben natürlich auch einige Vorteile. Man ist weg vom Boden, weg von der Feuchtigkeit und hat auch kein Geröll unter sich. Ja, ich bin gespannt, was ich für Erfahrungen sammeln werde in den nächsten Tagen. Ich würde sagen, Hängematte steht schon mal. Die Isomatte aufpumpen und reinpacken, Schlafsack. Jonathan hat da drüben auch schon seine Hängematte aufgebaut. Er hat eine Gear-Hammock drunter, also ein Netz, was man auch drunter spannen kann. Um da einmal ein bisschen seine Ausrüstung reinzupacken, ist auch nicht schlecht. Ja, die Hängematte ist soweit aufgebaut. Ich habe an allen vier Ecken nochmal schön Paracord befestigt. Alles abgespannt, teilweise mit Spannknoten, um das dann auch nochmal straff zu ziehen. Auch oben nochmal die Ridgeline schön straff gemacht. Ja, da immer wieder die Fragen von euch kommen, was ist jetzt für eine Hängematte, was ist das für ein Tarp, was ist für ein Schlafsack und so weiter. Ich habe auf meiner Website eine komplette Liste mit Ausrüstung, die ich so benutze. Da könnt ihr gerne mal nachschauen für die Leute, die es interessiert. Ist auch nochmal in der Videobeschreibung wieder verlinkt. Wettertechnisch können wir uns heute auf jeden Fall schon mal nicht beschweren. Im Hintergrund richtig geil die Sonne. Ja, die Sonne steht jetzt schon am Horizont. Es wird langsam ein bisschen frisch. Wir haben noch mal ein bisschen Holz zusammengesucht und trocknen jetzt gerade hier drumherum. Es ist natürlich gar nicht so einfach, an trockenes Holz zu kommen, aber der Kern des Holzes ist meistens trocken, selbst wenn er unterm Schnee liegt. Deswegen, ja, haben wir einfach ein bisschen was aus dem Schnee genommen, Totholz. Und wie gesagt, trocknet das ein bisschen erstmal an der Tonne. Die hat schön Power gerade. Wenn erstmal ein Feuer am Gange ist, immer dauerhaft einfach ein bisschen Holz trocknen, dann geht das auch weiter. Ja, herrlicher Anblick gerade. Dieser Sonnenuntergang in diesem schönen Schneewunderland hier. Bin echt gespannt auf die erste Nacht. Werde ich natürlich berichten, wie es war in der Hängematte bei Winter. Meine Hände sind gerade schon richtig eisig. Meine Füße sind auch irgendwie schon klitschnass. Ich werde mir jetzt ein bisschen was überziehen, ans Feuer gehen, ein bisschen den Abend ausklingen lassen und natürlich später noch berichten, wie die Nacht war, wie es weitergeht. Aber jetzt einfach mal ein bisschen genießen. Herrlich, Leute, das riecht herrlich gerade. Guten Morgen, Leute. Ja, die Nacht war leider sehr kalt für mich. Also ich hatte richtig Eisfüße, habe ich jetzt immer noch. Und ich sag mal so, am Hintern und im unteren Bereich
War es auch sehr kalt, auch wenn ich meine Hand im Schlafsaal dahin gemacht habe, war es ziemlich frisch. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde auf jeden Fall die zweite Nacht nicht in der Hängematte schlafen. Ich werde nachher noch meinen Shelter umbauen, alles einfach auf den Boden setzen und mal gucken, wie die zweite Nacht dann wird und euch davon natürlich dann auch berichten. Mir ist ziemlich kalt. Die Sonne ist aufgegangen, es wird langsam ein bisschen wärmer, meine Füße sind wieder aufgetaut, gefrühstückt habe ich auch schon. Und ich werde mich jetzt mal ransetzen und mein Lager ein bisschen umbauen. Vor der Hängematte, runter auf den Boden. Ja, man sieht jetzt gerade schön, wie der Wind da drunter pfeift und sich die Bodenplane noch bewegt. Ich werde mal den Shelter jetzt weiter aufbauen und dann zum Schluss nochmal gucken, ob immer noch Wind reinzieht. Theoretisch dürfte sich die Bodenplane nicht mehr bewegen. Das heißt, für die Nacht sollte ich dann noch safe sein. Schauen wir mal. Ja, hier sieht man wieder schön im Hintergrund, wie einfach der Wind reinpfeift, wie das Tarp komplett zur Seite geweht wird. Und das war, glaube ich, auch mein Problem heute Nacht. Durch diesen Windchill-Effekt, also quasi Wind, der unter die Hängematte durchbläst, kühlt das Ganze natürlich ringsherum aus unter dem Tarp, die komplette Hängematte. Und dann kommt hinzu, durch die Umhüllung der Hängematte wird der Schlafsack natürlich deutlich mehr komprimiert. Und ich denke mal, das war auch der Grund, warum ich gefroren habe. Ich habe es zwar schon so ein bisschen im Internet gelesen und gehört, aber ich wollte es einfach mal selbst austesten. Aber es hat sich bestätigt. Ja, die Bodenplane bewegt sich immer noch ein Stückchen. Auf der Rückseite ist natürlich alles noch offen und auch die zur Wind hingewandte Seite ist noch nicht irgendwie mit Schnee bedeckt. Ich werde versuchen, das Ganze jetzt einfach ein bisschen winddicht zuzumachen. Und das Positive ist echt, durch die Bodenplane sehe ich halt genau, wann es hier drin windstill und wann nicht. Also einfach so lange weitermachen, bis hier kein Lüftchen mehr reinkommt. Ja, ich habe jetzt einfach ein bisschen improvisiert und meine Hängematte genommen, um das Loch hier hinten zu schließen. Ist ein bisschen Gase, also Moskitonetz dazwischen, ein bisschen Schnee. Ich denke, besser als gar nichts. Und so läuft mir der Schnee nicht rein. Huh, ist ganz schön anstrengend, Leute. So, machen wir mal einen Check, ob es drin windstill ist. Also hier draußen ist es immer noch windig, sieht man ganz gut am Nachbartarp. Ich bin gerade selbst ein bisschen erstaunt. Es ist echt absolut windstill. Das Tarp hier unten bewegt sich kein Millimeter, die Bodenplane kein Millimeter, auch wenn ich hier liege und still bin. Ja, beim Aufbau gerade sind erstmal Wildschweine vorbeigelaufen, mitten an unserem Lager, vielleicht 10, 20 Meter. Dadurch, dass ich das Weitwinkelobjektiv drauf habe, sieht es gar nicht so nah aus, aber die waren wirklich richtig nah dran. Mit, naja, weiß nicht, ob das Frischlinge waren, auf jeden Fall kleine Wildschweine. Die sind da ganz entspannt an unserem Lager vorbei durch den Schnee. Auf jeden Fall herrlich, ich finde das geil, ich mag das voll. Ich habe mal wieder was für euch organisiert, und zwar, wo ihr ein bisschen Ausrüstung abstauben könnt. Und zwar habe ich eine kleine Zusammenarbeit mit Intersport Hübner. Und zwar verlosen wir zusammen von diesen wunderschönen Merino Buff Multifunktionstüchern ein paar an euch. Ich habe euch das auch noch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich wollte euch sowieso mal zeigen, was man mit diesen Dingern alles so machen kann und warum ich die auf meiner Tour eigentlich so oft verwende. Also wir können zum Beispiel das Ganze einfach als Halstuch nutzen, um so ein bisschen den Hals und auch den Nackenbereich zu schützen gegen Kälte oder auch gegen Sonne. Man kann das Ganze dann auch einfach schnell mal hochziehen und in Kombination mit der Mütze, wie ihr seht, hat man dann auch einfach schnell so eine kleine Sturmhaube. Wenn es ein bisschen kühler ist oder wenn Schneesturm ist, Wind, ist man einfach ein bisschen geschützter. Dann kann man das Ganze zum Beispiel als Stirnband nutzen und ein bisschen unsere Ohren schützen. Muss ich sagen, nutze ich in der Variante eigentlich nie, ist nicht so meins. Ich nutze aber sehr oft als Mütze und da gibt es ganz verschiedene Varianten. Ich zeige euch einfach mal ein paar. Und zwar können wir das Ganze hier einfach auf links drehen, hier oben so einen fetten Knoten reinmachen. Dann drehen wir das Ganze wieder um
und können hier hinten das, was ein bisschen rumschlumpert, einfach hinten so reinknäulen. Und das Schöne ist, jetzt haben wir eine wirklich, sag ich mal, leichte Mütze, die ich auch öfter mal im Sommer benutzt habe. Was auch sehr cool ist, wenn man das in Wasser taucht, gerade wenn man im Sommer unterwegs ist und sich dann aufsetzt, dann hat man wirklich eine schöne Kühlung am Kopf. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Art kleine Sturmmaske haben will, weil es wieder windig ist oder schneit, gibt es auch die Variante, das einmal bis hier unter das Kinn zu ziehen. Dann macht ihr das Ganze hier wie so eine Babuschka nach vorne. Öhrchen schön. So. Und jetzt nehmt ihr ein Stück am Hals raus, zieht das nach vorne wie so ein Hautlappen und macht es jetzt hier rüber. Und jetzt habt ihr mit nur diesem einen Multifunktionstuch eine komplette Sturmmaske. Ich nutze das Tuch aber nicht nur für irgendwelche Mützenkombinationen, sondern einfach auch zum Beispiel als Wärmeschutz, wenn ich mir einen Becher aus dem Feuer raushole. Und noch ein ganz anderer Trick ist, Knoten und noch ein Knoten. Knoten rein und noch ein Knoten. Ein mega geiles Kopfkissen. Wie am Anfang schon erwähnt, es gibt ein paar zu gewinnen. Ich packe euch unten den ersten Link in die Videobeschreibung. Dort geht es zu Intersport Hübner. Da könnt ihr ein paar abstauben. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und hoffe, dass ihr unter den Gewinnern seid. Zeig das mal mit. Ja, Leute, ist jetzt kurz vor 0 Uhr. Ja, ich werde mich jetzt hinhauen und wir sehen uns morgen früh. Also, gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Fazit zur zweiten Nacht. Ich habe auf jeden Fall deutlich besser geschlafen. Mir war kein bisschen kalt. Ich hatte nicht mal kalte Füße. Und ja, es war eine richtig geile, angenehme Nacht. Ich habe mir den Bodenplatz ja gestern auch schön gerade gemacht, dass ich auch nicht irgendwie wegrutsche. Ich kenne viele, die natürlich mit Hängematte unterwegs sind, ich auch im Sommer, aber wie ist es wirklich im Winter bei euch da draußen? Wie sind so eure Erfahrungen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.